Und damit herzlich willkommen zurück zu Plucktale Innocence. So, wir sind jetzt in Kapitel 7 angelangt. Ja, sag mal, es geht ratzfatz. Warum Kapitel zum Teufel ist die Inquisition war hinter euch her? Was ist so besonders kurz an dem kleinen Kerl? Das ist geht mir jetzt schon kompliziert auf die Nerven. Die muss immer dazwischen was ist quatschen mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Alles sehr linear hier. Den Weg können wir nicht verlassen, der ist strikt vorgegeben. Oh, doch. Okay. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Jo, was ist denn hier los? Machen wir gleich, ich will mal gucken. Oh, was sind das für Vögel? Enten. Oh, wie die, die wir essen? Ja, und sie fressen Frösche. So ist das Leben. Ich störe euch doch nicht, oder? Kommt schon. Hier können wir nicht bleiben. So, hier ist doch ganz idyllisch eigentlich. Hast du Mühle? Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Gut, das Dach das ist, nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Er ist an der Mühle gewesen. Hey, langsam! Verschlossen. Ich mach das. Die scheint ja jedes Schloss zu klappen. Gut. Ist offen. Juhu, komm, geh rein hier. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Oh, prima. Ah, guck mal, wir haben ein bisschen was mit dem hier. Stoffreste. Sehr schön. Schön, 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 schön. Ah. Ich denke mal, in der Folge werden uns bestimmt die Ratten begegnen. Oder ein paar lustige Rätsel. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Melly, übernimmst du? Wie soll sie das machen? Geh weiter, Hugo. Funktioniert! Klasse! Jetzt müssen wir nur noch rüber. Ah. Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt du, Melly. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja. Wie langsam sie darüber läuft. Ich heute baden gehen. Ja. Hast es aber gerade drauf angelegt. Warte. Ja. Das überlasse ich dir, Hugo. Gut. Wahnsinn. Diese komplexen Rätsel. Hier schimmert irgendwas mit dem Häusler. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Und jetzt? Kann ich loslassen? Halt! Hugo, kümmerst du dich darum? Ja. Der hält das. Lass es einfach. Also schön. Warte. Na gut. Oh. Kriegst du das hin, Melly? Ja. Das Rätsel ist doch sehr komplex. Geh weiter, Hugo. Gut. Und jetzt? So. Geht doch, geht doch. Lauf doch mal. Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Genau, und deswegen überquerst du das Ding so langsam, dass du am besten noch im Wasser landest. So, jetzt machen wir halblang, weil hier ist nämlich ein bisschen Zeug zum Sammeln. Und überhaupt, ich würde gerne mal hier noch zack, zack, so, und hier dann los geht's. Aha. Das sollte mir die Sache erleichtern. So. Kann man die Schleuder ein bisschen aufhören. Wo ist denn das halt? Komm ich denn da? Was kann man denn hier noch machen? Momentchen mal. Jetzt da müssen wir erst einmal schauen.
sein. Ja, prallt schon vorher. Okay. Wartet hier. Gut, mach schnell. Ah, so. Gut gesehen. Danke. Sieht gut aus. Direkt hinter dir. Okay. So, was brauchen wir? Komm, Lenny, wir versuchen hochzuklettern. Yep. Und was ist mit mir? Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Hey, und was ist es denn? Ein Hufeisen. Das bringt auf jeden Fall Glück. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Wenn sich das Glück unter Pferdehufen fände, wären Hufschmiede die Herren der Welt. Hoppa. Komm mit, kleiner Mann. Wir kraxeln jetzt mal hier durch. So. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Doch genug davon ist da. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Okay, das ist kein Problem. Wir schauen mal kurz hier. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit? Hm? Ah, wisst ihr? Hier haben also Leute gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja, so wie wir. So wie wir. Oh. Kennst du die vielleicht? Weißdorn, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Ach, das schön. Weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann wärst du nämlich nicht so ein lästiges Anhängsel, sondern man könnte mit dir auch mal was anfangen. Also, um das alles hier ein bisschen einfacher zu gestalten, meine ich natürlich. Was treibt ihr denn? Nur ein Abstecher. Na, ein bisschen erforschen. Hier, mach mal auf her. Ah, ist sogar offen. Ah, Leder. Ein Alkohol! Alkohol ist immer gut. So. Was haben wir hier noch? Da ist nichts. Na dann, weiter geht's. Jetzt hängt's am Baum fest, ich fass es nicht. Mal rüber. Nein. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Schau nicht gut aus. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Schön. Ich komme. Gemütlich. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Dietrich? Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst die Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Herr, wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da?
Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Mhm. Na toll. Ich sehe schon. Die wird uns doch wieder verraten. So. Na toll. Siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Na toll. Dann sollten wir mal schnell weiterlaufen. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Das stimmt. Runter! Er trägt einen Helm. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Ah. Los, ziel auf den Helm. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Das geschieht ihm recht. Das ging ist etwas laut. Schief, aber egal. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Genau, freu dich doch mal. Oh, ein bisschen Leder. Leder scheint selten zu sein, ne? Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Jo, du brauchst Alkohol. Ich möchte gerne den Alkohol. In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Der, das kriegt er nicht mit. Und wieder zurück. So. Der mit Helm ist der da. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. So, willst du mal den da dann mal eliminieren? Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Was ist das? Ha, das hat er nicht mal mitgekriegt. Hammerhart. So. Was war denn das? Na los, jetzt! Kurz und schmerzlos, gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Hey, wir nicht müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Chateau? Oh, ja, nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Ja, seid doch mal leise, ihr labert viel zu viel. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo. Ach so. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Weil ich die Schleuder habe, gehe ich zuerst. Das ist super. Also bevor die loslaufen, sollten wir vielleicht hier ins hohe Gras. Oh Mann, hoffentlich sind wir hier sicher. Oha. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Der bleibt jetzt genau da stehen. Ich wusste es. Weiter geht's. So, und nun? Now we have a little problem. I don't know. Können wir hier? Das wusste ich.
habe es doch gewusst. Hm? Sobald ich dann nur ein bisschen hochgehe, hat er überhaupt einen Helm? Nee. Was? Weg. So. Jetzt warten wir mal, bis der da wieder hergelaufen ist und wieder sich umdreht, und dann können wir darüber laufen. Da hinten steht auch noch einer, ne? Das hast du nur geträumt. Dreh dich und geh nach da. Das hast du nur geträumt, ja. So. Weiter geht's. Was zum... Hier lang, Männer! Ich laufe jetzt einfach mal. Wartet mal! Nein! Boah! Scheiße! Die rennen mir nicht mehr hinterher, ich schmeiße einfach einen Speer. Ja, leckt mich. Ja. Okay, der hat einen Helm, das habe ich zu spät gesehen. Oh, wow, 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 wow. Wir laufen jetzt mal anders. Ich laufe jetzt gleich mal darüber. Genau. Ich glaube, da kommen wir schneller vorwärts. Jetzt ist nur die Frage, was macht der? Der bleibt da stehen, der bleibt da stehen. Okay. Wenn ich jetzt hochgehe, dann sieht er mich. Okay. Huhuhu, ich habe Angst. Wir warten mal. Aber bei meinem Glück... Ja, laufen die denn gar nicht, ey? Kann ja gar nicht sein. Ich will jetzt loslaufen und der dreht sich rum, ne? Ja, da ist weit genug weg. So, nicht. Zack, zack. Das klappt doch schon mal ganz gut. Siehe da. Also ich würde sagen, liebe Leute, der rechte Weg war der bessere. Jetzt muss ich mal schauen, die dreht sich echt nicht um. Kann ich ja hier nochmal schnell. Für einen Knall. Oh. Nichts Was? Zu berichten. Vergiss es. Das war verdammt knapp. So, jetzt sind wir schon mal hier drüben. Da sind wir nämlich quasi an dem da vorbei. Jetzt müssen wir da rüber. Der sieht uns dann aber. Jetzt muss ich trotzdem schauen, dass ich... Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Mir klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Was denkst du, was du da unten tust, ha? Hallo? Los, steh auf, steh auf! Hier ist ein Mann am Boden. Halte die Augen oh, auf! Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich hab's verstanden. Wir sollten die vielleicht nicht unbedingt, umlegen. Schaffen wir es noch rechtzeitig. Ja, komm.
Komm, der ist doch gar nicht mehr rot. Schluss jetzt hier. Ja, wo lauft denn ihr überall hin? Lass mich ja in Ruhe. Lauf weg. Lauf ja weg. Weg, 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 weg. Das wird knapp. Ich sehe schon, ich sehe schon. Brechen wir ab! Ja, bitte. Wir sind alle weg. Das war echt verdammt knapp. Junge, Junge, Junge. So, scheiße, hey. Hier sind Wachen, da sind Wachen. Wie kommen wir hier am besten durch? Schmeißen. Am besten beide abgelenkt sind, ne? Am besten hau ich den da hinten irgendwie in die Ecke, dass wir hier. Oh. Wartet hier, ich bin gleich wieder. Los, los! Na gut. Verdammt! Ich muss mal kurz schauen. Was war jetzt nochmal? Topf schmeißen? Steuerung? War das Steuerung? Ja. Mal probieren. Ah ja, gut. Ich hab was gehört. Komme gleich wieder. Denk an die toten Winkel. Wie in der Ausbildung. Fuck. Das ging voll nach hinten los. Aber ich war sicher. Na gut. Ich würde sagen, wir sind am A. Mach nichts. Hier habe ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Zweimal direkt hintereinander. Das sehe ich mir an. Hä? Der läuft jetzt aber hier lang, ne? Der sollte uns und? Nicht sehen. Immer noch nichts. Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Noch immer nichts. Was zum Teufel ist denn hier los? Nikolaus hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Wie läuft denn der jetzt? Der bleibt dann da kurz stehen. Und dann dreht er wieder um. Das wäre also dann der ideale Zeitpunkt, um da lang zu laufen. Okay, circa 10 Sekunden bleibt er da stehen. Boah, war das knapp. Sind wir da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Okay. Wenn sie das sagt. Da! Da nichts wie raus hier. Weiter! Los! Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Hm. Nicht den Knicks vergessen. Na los, weiter! Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Hey, wer war das? Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. So,
Alles mitgenommen, hey, los geht's. Du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Boom. Und sie hat viel geflucht. Mächtiges Badaboom. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Vielleicht gehen wir. Mit. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Wir haben bestimmt schon lange nicht mehr gut gespeist. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Nichts ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ja, ich habe Ignifer weiterentwickelt. Oh, prima. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Luminosa. Wirf es auf die Ratten. Ach so. Ah! Boom. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Hey, Junge. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Können wir nicht machen. Können wir noch nicht machen. Oh, da fehlt nicht viel. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ja, eigentlich schon in sämtlichen Ecken, aber irgendwie... Entweder nicht gut genug oder das gibt mehr Karren als Zeug zum Einsammeln. Hier ist aber auch nichts versteckt irgendwie. Naja, gut. Ich helfe dir hoch. Ja. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh! Aquädukt. Aquädukt! Alles klar. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Tada! Gut gesehen. Wow. Warum musste ich eigentlich immer Komm, vorgehen? Komm, hoch mit dir. Na gut. Die drängelt sich ja sogar vor, wenn ich da stehe. Da krieg ich mir halt gleich einen Arsch. Sag mal, mach mal langsam hier. Was? Ist das alles? Hier ist nichts, Lukas. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Na dann, danke. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Schon drin. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Leute? Wo seid ihr? Kommt ihr, oder... Die sind bestimmt Ratten. Wir haben schon lange nichts mehr mit Ratten zu tun gehabt. Oh yeah, oh my goodness, oh yeah. Oh wow! Oh. Holy moly. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut gemacht. Freile. Kenn mich voll aus, hey. Hinten schimmert was. Da gehe ich doch mal kurz hin. Momento. So. Plus ein Leder. Toll.
hat sich ja wieder super rentiert. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Ja, das ist da doch nicht ist eine tief. Kurbel. Da kannst du ja noch laufen. Brauchst du jetzt wieder jemanden, der... Was machst du da? Okay. Dein Einsatz, Melly. Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Oh, ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Hey. Nicht so frech, junge Frau. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ihr bleibt hier, oder was? Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Ja, eben. Deswegen, wir helfen jetzt mal hier kurz. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Guck ja, mal, aber. Die haben das zu zweit gezogen und hier schaffe ich das allein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Ja. Gut, ihr könnt loslassen. Ach, da muss ich nur loslassen. Rühr dich nicht vom... Alles in Ordnung? Ja, mir geht's. Ich mag sowas nicht so besonders. Gut, dann kann ich ja in der Zeit mal hier ein bisschen einsammeln, was hier so rumliegt. Ja, Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Ja, los, ihr seid auch voll gehen erwachsen. Wir weiter. Ja. Wir gehen weiter. Hugo, kommst du bitte? Die Luft ist rein. Ja. So. Türchen auf. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Ja, lass mich ich wollte gerade sagen. Mach mal auf hier. Na, perfekt. Fertig. Die Glut scheint heiß zu sein. Da war bestimmt na jemand. Bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch... Hey, meine Haustierchen sind auch schon wieder da. Cool. Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Geil. Richtig geil. Eine Verteidigung. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? So, die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, wer gehen wir hat das weiter. Gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Was sind das, ich glaube Thors nicht, Hammer? Dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, Stoff und Schwefel. Der Bau ist schon lange Melly, her. Melly, kannst du sie öffnen? Aber nein, die Ratten sind vielleicht erst auf der anderen seit Seite. Hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Komm, ich hebe dich hoch. Also schön. Mein Mädchen. Bitte. Ja, also mit Salpeter sind wir super ausgestattet.
fantastisch. Okay, hier liegt noch was. Alkohol, yo. Überall diese verdammten Ratten. So, jetzt ist trotzdem die Frage, ob wir sie irgendwie runterholen können. Gut gesehen. Schieben. Und die Schranke runter. Gut, ich kümmere mich um die Tür. So. Na los, kommt rüber, ihr faulen Pelze. Und einmal in die Grube mit euch. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist perfekt. Dann los. Vielleicht ist nichts mehr. Ich gehe zuerst. So, und jetzt schmeiße ich dich in die Grube. Nein. So böse bin ich nicht. Da wäre er doch bestimmt auch alleine hochgekommen. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Vielleicht sind da ja Wachen. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow, es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Was ist denn da drüben? Ach, das sind überall Ratten. Na, hervorragend, da geht's ab. Lukas? Ratten! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Melly, übernimmst du? Aha. Ist erledigt. Ja, mach mal auf. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Ja. Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft. Da hast du nicht Unrecht. Okay. Egal, wir haben auf jeden Fall wieder etwas gefunden. So, und jetzt mal gucken, dass wir da weiterkommen. Okay, also warten wir jetzt einfach mal, bis das Blitzchen wieder kommt und dann laufen wir einfach mal entspannt durch, würde ich sagen. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Ja. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Uwe. Das ist so weit weg. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Melly ist gestorben, wollte ich das sagen. Ich habe doch noch gelebt. Wieso geht denn das? Ach, das geht wieder aus. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los. Noch nicht, noch nicht, noch nicht.
Hilft euch allen gut? Haben wir es geschafft? Ja. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Schatzrodomarsch. Ja. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Natürlich ist es größer. Was ist denn hier drin? Leer oder was? Oh. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ist offen. Sehr schön. Danke. Warte mal. Aha. War ja nichts mehr, ne? Dann gucken wir mal da hoch hier. Es fällt ganz schön dunkel. Nicht, dass die hier reinkommen. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Château d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Ja, schön und gut, aber jetzt? Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Ach ja, guck mal. Ja, wenn sie den Stecken fallen gelassen hat, kann sie ihn nicht wieder aufheben. Egal. Muss ich mal anders machen. Einmal das da entzünden. So, jetzt nehmen wir den Stecken. Bleibt jetzt da oben, oder wie? Ich laufe jetzt da jedenfalls mal zur Leiter durch. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Naja. Alter! Was ist denn mit ihr nicht in Ordnung? Ich bin bei dir jetzt. Steht die da drüben? Ist die... Das ist doch nicht ihr Ernst. So, was kann ich jetzt hier machen? Hey, seht mal! Ah. Oh. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Trotzdem, warum ist sie nicht gleich mitgelaufen? So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. So, guck mal, ich mache dir sogar wieder zurück, damit du Melly, was... Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Ach, das Feuerbecken kommt von allein zurück. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Komm, drück mal ein bisschen mehr hier. Oha. Das ist ja echt tricky. Gut, hier. Die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Okay, naja, wir machen das. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. So. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Naja. Bereit, wenn ihr bereit seid. Schaffst du das? Na schön. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ja.
wie denn? Warum zeigt denn das immer nicht an, hey? Heieiei. Also wenn es dann mal wirklich schnell gehen muss, dann ist vorbei. Oh, wir haben genug Alkohol. Na, können wir uns endlich mal besaufen hier. Endlich. So. Also. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind so viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Interessant. So kurz auch die letzte Folge war. Die hier übertreibt es wieder maßlos. Aber ich bleibe meiner Linie treu. Wir machen jede Folge ein Kapitel. So. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt da ist noch eine. Da ist noch eine. Ich muss zurück zur Leiter. Gleich, warte mal. Ich wusste, dass hier noch was ist. Zurück zur Leit. Oh. Hättest du auch einfach runterspringen können hier. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Was? Kommen die schon wieder her? Jetzt muss ich das ernsthaft wieder. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Man wird uns schreien hören? Warum? So. Das ist schon besser. Hopp. Hopp. Ich wäre soweit. Na dann, auf geht's. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja. Ich komme nicht hoch. Wahnsinn. Die Steuerung lässt gerade wieder selbst zu wünschen übrig. So. Eine Ratte hat überlebt. Naja, okay. Ist wie es ist. Und so. Ich hätte erst die Brücke runterlassen sollen. Die Amazone. Und Melly, die Verstohlene. Das Chateau d'Ambrage. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Das sind Ratten. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sehr witzig. So. Na
das hat schon mal ganz gut geklappt. Sehr schön. So. Säuberung. Na, nimm halt mit. Stoffe können wir immer gebrauchen. Noch was? Okay. Dann legen wir mal los. Soll ich denn machen? Wie geht der nicht da hoch? Dann noch mal die Ratten da sollen. Los, komm schon! Scheiß, wir haben's fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf den Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Sehr schön. Damit sind wir bei Kapitel 8 angelangt. Unser Zuhause. Oh. Schaut doch schon besser aus. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, komm! Ja. Was ist das für ein Geräusch? Das ist Lukas. Komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Diese Sache. Vielleicht werde ich dann wacher. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder zu Kapitel 8, unser Zuhause. Stay tuned und bis bald.